Herzlich willkommen zu diesem Video, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sören Schumann und heute habe ich mal ein etwas anderes Video für dich und zwar zu einem ja sehr brisanten Thema, nämlich das Thema Impfungen, beziehungsweise vielleicht sollte ich lieber sagen Injektionen zum Infektionsschutz. So ist es, glaube ich, politisch korrekt. Ein Thema, über das man hier auf YouTube leider nicht neutral berichten darf. Ich habe das in einigen Videos mal angedeutet, schon länger her. Und kurz danach habe ich einen Strike bekommen von YouTube wegen angeblicher medizinischer Fehlinformation. Seit über 6 Monaten, also über einem halben Jahr, ist mein Kanal jetzt entmonetarisiert. Das heißt, ich verdiene damit keinen Cent mehr. Und deswegen ist mir zu heikel, ein komplettes Interview nur zu dieser Thematik hier zu veröffentlichen. Und zwar habe ich einen Medizinjournalisten dazu interviewt, der sich sehr ausführlich und sehr intensiv mit der Thematik über viele Jahre auseinandergesetzt hat. Das Ganze möchte ich euch gern woanders in voller Länge komplett unzensiert zur Verfügung stellen. Natürlich auch komplett kostenfrei. Einfach auf den ersten Link hier in der Videobeschreibung klicken. Dann könnt ihr das Ganze abrufen und euch zu Gemüte führen. Für YouTube ist es einfach zu heikel, diese Thematik. Jetzt werden noch einige Ausschnitte kommen aus dem Interview. Da werden wir wahrscheinlich auch vieles zensieren müssen, weil es selbst dann zu gefährlich ist, wenn es nur ein paar Ausschnitte sind. Ja, ich wünsche dir viel Spaß damit und wir sehen uns dann wieder im kompletten Video. Bis dahin. Selbst wenn ich ein Professor Drosten wäre oder ein Dr. Lauterbach und ich würde jetzt bei dir klingeln und hätte eine Spritze in der Hand, würde dich ohne zu fragen sofort pieksen, würde sagen, hier, das ist der neueste Impfstoff gegen die neueste Seuche. Ohne dich zu fragen, ist es eine Straftat. Im Volksbewusstsein ist es allerdings anders. Wir sind umgeben von unsichtbaren, allgegenwärtigen Teufeln und Dämonen, nämlich Erregern. Denen sind wir hilflos ausgeliefert, es sei denn, der Erlöser kommt in Form einer Eine Garantie dafür, dass der doch wirksam ist, dass er sicher ist, kann dir keiner geben. Das haben wir ja gerade bei der, dass die Leute am Steuer ohnmächtig werden, dass Fernsehmoderatoren während der Sendung sich umkippen. Und dann habe ich versucht, den zu kontaktieren, den Verantwortlichen, und ihn zu fragen, warum habt ihr jetzt die Version mit dem Quecksilber genommen? Hatte ich dann an der Strippe und habe dann die Frage gestellt und dann hat er einfach aufgelegt. Nicht nur bei den sondern es war vorher schon immer so. Das Einkaufsverhalten ist nicht transparent, nicht nachvollziehbar. Dazu muss man wissen, dass Bill Gates Milliarden und Abermilliarden in die Pharmaindustrie investiert, mit seiner Stiftung, die angeblich allgemeinnützig ist, dass er allein deshalb dafür sorgen muss, dass es diesen Pharmakonzernen, dass es denen gut geht. Vielleicht unter diesem Deckmantel werden dann auch verschiedene Menschenversuche durchgeführt. So Dritte Weltländern gibt es ja auch so ein paar Berichte. Bis zu 1 Million Todesfällen im Jahr gibt es im Moment einen Masern-Todesfall statistisch gesehen. So, und jetzt fragt man sich, warum werden da Millionen, Milliarden ausgegeben? Warum wird so eine riesen Angstkampagne gemacht, während Hunderttausende jedes Jahr an Krebs sterben? Ja, da gibt es eine Kraft, die will uns in der Abhängigkeit halten. Wir wissen ja, dass Narzissten und Psychopathen danach streben, ihr Umfeld zu kontrollieren. Die wollen uns in der Abhängigkeit halten. Und das ist eine der großen spirituellen Herausforderungen unserer Zeit. Das ist ja pseudoreligiös, diese ganze Geschichte. Früher war das so, dass die katholische Kirche und die Priester, die haben ihre Macht aufrechterhalten, indem sie den Leuten schlechtes Gewissen gemacht haben. In Angst vor unsichtbaren Dämonen, Teufeln gemacht haben, vor der Hölle gemacht haben. Und ihnen gleichzeitig die Lösungen angeboten haben, wenn der Helle im Kasten klingt, ja, die Seele in den Himmel springt mit der Taufe und, und. Und so haben sie die Leute gefügig gehalten. Die Macht der katholischen Kirche ist ziemlich abgebröckelt. An deren Stelle sind die Virologen getreten, das Paul-Ehrlich-Institut. Das sollte bei der Zulassung eines neuen Impfstoffs sich die Rohdaten noch wirklich auch genauer angucken. Wir haben zwar auf europäischer Ebene jetzt gerade, also die Zulassung, es findet kaum noch auf deutscher Ebene statt. Trotzdem ist das Paul-Ehrlich-Institut für 83 Millionen Menschen verantwortlich. Einen Impfschaden offiziell anerkannt zu bekommen, ist äußerst schwierig. Laut Infektionsschutzgesetz ist es ja so, dass die Bundesländer zuständig sind, dass die haften. Du musst also bei den Versorgungsämtern musst du einen Antrag stellen und in der Regel werden die nicht anerkannt. Egal, was du an Beweisen anführst. Wenn das Paul-Ehrlich-Institut und das Robert-Koch-Institut als Seuchenbehörde, wenn die wirklich das Allgemeinwohl, die Volksgesundheit wirklich im Blick hätten, dann müssten sich die Pharmakonzerne anpassen.
Weil sonst kriegen sie ihre Produkte nicht zugelassen. Okay, das war es jetzt endgültig mit dem Video hier auf YouTube. Also, wenn du das komplette Video sehen willst, 100% gratis, klick einfach hier unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns dort wieder. Bis dahin, euer Sören. Ciao.